Juliane und Stefan. Herzlich willkommen und ein Glückwunsch. 200, herzlichen Glückwunsch, 212. Oh, die 29, die Dame. Die 29, die Dame. Das ist Gerlin Zucko. Gerlin, Glückwunsch. Wieder gewinnisch. Bitte nimmt mal die Gerlin hier in Empfang. Und Marion Warning hat nur die 54, haben wir den Andreas Morawitz. Und Dietrich Lempke. Dietrich Lempke, Dietrich. Ja, da gibt es einzelne Fangruppen, wir wissen es nicht, aber die werden nachher aufgeklärt werden. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wollen wir nochmal dafür werben, auch in eigener Sache. Und natürlich für unsere zahlreichen Sponsoren. Die Weiße Flotte Schwerin heute leider nicht mit hier involviert, aber natürlich machen sie alles möglich, dass die Athleten unbeschadet um das Schloss schwimmen können. Also Herrschaften, wenn ihr nachher noch Zeit und Laune habt, macht eine Rundfahrt mit der Weißen Flotte oder mit der BSG Petermännchen oder mit, sagen wir mal, Michael Kruse. Keiner will? Unglaublich. Wir werden das Thema nachher mal aufgreifen. So, die nächsten Damen sind hier im Ziel und ein Donnerapplaus, die nächsten Damen. 1:03 unter 1:04, unter 1:04, die magische Schallmauer durchbrochen, würde ich sagen, die 350. Sibylle Friedrich, Sibylle und die 315, Gabriele und Sibylle, ihr seht fantastisch aus. Glückwunsch zum Finish. Und die 255 ist, wir wissen es nicht, wir reichen es nach. Eine Information, die offiziellen Zeitlisten, die Ergebnisse hängen schon am Zeitnehmer Bus auf. Geht nicht alle gleichzeitig hin, begrüße ich ein bisschen was dazu sagen, wie sie das Rennen erlebt haben. Und jetzt kommen die nächsten Athleten. Einer los, 245. Wer ist die 245? Arne, jawohl, Arne Kralnitzki. Und der ist dahinter. Brustschild, 256. 256, wir haben wieder Leute auf der Bruststrecke in Deutschland. Wahnsinn. Peter Schulz. Sehr gut, du siehst noch locker aus. Peter, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Peter Schulz aus Strahlendorf. So, der Robby sieht erschöpft aus dem Ziel, aber das ist nur vorgetäuscht, den kennen wir anders. Einen Applaus für unsere ganzen Helfer, die heute sich hier seit 1 Uhr früh, da sagen wir, ja, habe ich leider vergessen, das sagen wir gleich. Also ich habe gelogen seit 5 Uhr früh, habe wieder gelogen seit 6 Uhr früh, hier im Zielbereich für euch engagiert haben. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, das Wetter ist schön und wir werden, wie gesagt, einige Stimmen nachher sofort einfangen. Jetzt nochmal Aufmerksamkeit hier mit dem Zielbereich. Wir wissen nicht, ob es die älteste Teilnehmerin ist, würden wir auch niemals sagen, weil wir Kavaliere sind. Aber eine Dame nähert sich dem Ziel und wir wollen sie ganz herzlich begrüßen. Jawohl, sieht fantastisch aus. Herzlich willkommen, ganz entspannt. So gefällt uns das. Sieht sehr, sehr gut aus und ich wage gar nicht zu glauben, dass wir schon am Ende unseres Wettkampfs sind. Sie bleibt unter 1:07, das ist ja eine sehr, sehr gute Zeit. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf die Startnummer. Ich hoffe, der Michael hat sie nicht auf dem Zettel. Das ist die 344. Ein Riesen. Also ganz, ganz großen. Dankeschön. Anna reicht mir Schokolade. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Ich öffne sie. Den Musterschokolade vor den Augen live zu sehen. Musterschokolade. Ritter Sport. The best choice of all. So, die Herrschaften. Das Off-Team schuftet, das wollen wir. Alle schon, was heißt, die 10 Leute, die mal schnell zusammenrollen und auf die Matten kleben. Ja, ich weiß nicht, das sind Leute, die nichts zu tun haben gerade oder wie auch immer. Ja, Entschuldigung, dass ich hier kurz unterbrochen werde. Wir suchen nochmal Helfer aus unseren eigenen Reihen. Helfer aus unseren eigenen Reihen. Die sollen sich bitte mal bei Thomas melden. Bitte Helfer, bitte helft uns. Helft uns. Bitte mal, es war im Ernst jetzt gemeint. Helfer zu Thomas dazu.
die Ergebnisliste, die euch natürlich interessiert, sowohl in der Gesamtliste als auch in den Einzelauswertungen, findet ihr ab sofort im Internet. Und wenn ich ab sofort sage, ist es jetzt 13:34. Unglaublich. Okay, wir fangen an. Und zwar mit den Ergebnissen der Damen. Wir beginnen mit den Damen. Weiblich über 70. Das ist unglaublich. Und da, ja, Riesenapplaus. Platz 2. Theresia Lemke aus Heidorf. Theresia, komm nochmal. Theresia ist die Dame mit dem Haar. Ja. Ja, Riesenapplaus, Mann. So, die ersten drei Leute kommen. Und eine Biete. Danke an die Bundesgartenschau. Unser Michael Gruse überreicht den. Riesenapplaus. Danke an die Bura, die bekommt das Original aus Gott zu mir. Bekommt also die ersten drei in die Landschaft. Wir wollen ihn halt in der Altersklasse. Aber ist auch deutlich jünger, sagen wir mal. Felicitas Einkopf aus Schwerin. Endzeit 55:45. Vielen Dank. So, weiter an die Damen. Frage ist, die Damen, wollt ihr die älteren Herren auch noch bei euch haben? Ja? Ja. Ja, die sind auch gegeben. So, dann machen wir weiter. Die Damen, bitte bleiben noch stehen. Und zwar auf Platz 3 in der Ergebnisliste männlich, über 70, Jürgen Martin Schlieker, See und Rostock. 58:16. Jürgen Martin, wo bist du mal? Nee, Jürgen. Das war auf Platz 3, bitte aufs Podest. Platz 2, Siegfried Gesper, Schwerin-Sippendorf. 55:17. Danke für Platz 3. So, genau, dann ist es nicht falsch. Und es siegte, wir machen es kurz in der Altersklasse. Helmut Flügel. In 52:15. Helmut, Sieger in der Altersklasse, wenn ich nur 70. Glückwunsch. Ah. Ich muss noch einen Groß machen. Wo ist denn der Sieger? Der Sieger, wenn ich nur 70. Ah, Helmut. Komm. Fantastisch. Einmal aufs Podest. Fürs Foto, nehmt die Damen mal in den Arm. Oh. Sehr schön. Vielen Dank. Achso, ich habe keine. Vielen Dank, die Herrschaften, und ihr dürft wieder zurück. Wir machen weiter mit der Altersklasse. Weiblich 65-69 auf Platz 3. Gerlin Zucko aus Schwerin. 1:02:32. Glückwunsch, Gerlin Zucko. Gerlin Zucko. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Die Urkunden werden überreicht durch den Wettkampfleiter Fred Herrmann. Die Fitness durch Michael Kruse für Sport-Event. Michael Kruse, der einen großen Anteil daran hat, dass das hier alles hier hinkommt mit den Sponsoren und allem drum und dran. Und auf Platz 2 Birgit Skoller aus Berlin, 56:10. Birgit, herzlichen Glückwunsch. Alles muss raus, das ist nicht weg. Und gewonnen hat in der Altersklasse Heidemarien Bogesein aus Schwerin.